So, meine Lieben, meine Guten. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio am Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, dann meldet euch hier bei uns 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Angelika. Angelika ist 48 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Angelika, du hörst mich. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich sehe im Fernseher alles zeitversetzt. Ja, am besten guckst du gar nicht in den Fernseher, sondern guckst... Ich rede einfach mit dir. Genau. Ja. Ja. Also, um was geht's denn? Es geht um den Selbstmord einer engen Freundin von mir, einer sehr engen Freundin von mir, vor 2 Monaten. Mhm. Eine sehr enge Freundin? Ja. Ja. Wie hat sie sich das Leben genommen? Erhängt. Erhängt. Wer hat sie gefunden? Die Polizei hat die Wohnung aufgebrochen. Ja. Warum? Sie hat in dieser Nacht bei mir noch angerufen im Nachtdienst. Ich muss sagen, ich bin Nachtdienstlerin im Krankenhaus. Mhm. Ich war seit 11 Jahren eng befreundet mit ihr. Mhm. Sie wohnte gerade 2 Straßen weiter. Ja. Sie war in einer Lebenskrise. Ja. Warum? Es kamen ganz viele Faktoren zusammen. Also sie war selbstständige Dekorateurin gewesen, in ganz extremen Nobelgeschäften, 54 Jahre alt, sah allerdings 10 Jahre jünger aus, war die schönste Frau, die ich in meinem ganzen Leben in meinem Bekanntenkreis jemals hatte. Ja. Hatte die schönste Frau, die ich je kennengelernt habe. Ja. Hatte sie finanzielle Probleme? Sie hatte überhaupt keine finanziellen Probleme, hatte letztes Jahr eine große Erbschaft gemacht. Aber du sagtest gerade, da kamen viele Dinge zusammen. Da kamen ganz viele Faktoren zusammen, sagen wir so. Finanzielle Probleme in keinster Weise. Mhm. Letztes Jahr eine große Erbschaft gemacht von ihren Eltern. Mhm. Wie gesagt, selbstständige Dekorateurin in Nobelgeschäften gewesen. Was waren die Gründe? Die Gründe waren, erstens mal, Probleme mit dem Alter. Obwohl sie toll aussah, wie du gerade sagtest. Sie war 54, wunderschön. Also Probleme. Sah mindestens 10 Jahre jünger aus, muss man dazu sagen. Sah aus wie Mitte 40. Okay. Hat sie dir einen Brief hinterlassen? Kein Brief hinterlassen, aber unsere ganzen letzten Gespräche im Nachhinein. Unsere ganzen letzten Gespräche im Nachhinein ergeben jetzt einen ganz anderen Sinn als zu der Zeit, als wir sie geführt haben. Also, Probleme mit dem Älterwerden. Was war noch ein Punkt? Ein Punkt war noch gewesen, also wie gesagt, sie war selbstständige Dekorateurin in Nobelgeschäften. Ganz viele Geschäfte aufgrund der Wirtschaftslage haben zugemacht. Berufliche Probleme einfach. Also doch, aber du gerade sagtest, dass sie da beruflich gut im Moment, finanziell abgesichert. Finanziell abgesichert. Also, achso, beruflich dann nicht. Beruflich nicht so aber gut. Aber ihr Beruf war auch ihr Ein und Alles. Immer mehr Geschäfte haben zugemacht. Was gab es noch für Gründe? Also beruflicher Enge vielleicht im Moment, dann ja, das Älterwerden. Im Moment, was noch? Älterwerden überhaupt. Im Großen und Ganzen ein riesiges Problem, Einsamkeit. Sie hatte keinen Partner? Sie hatte keinen Partner. Wie wichtig warst du für sie? Ich glaube, ich war die wichtigste Person in den letzten Jahren für sie. Würdest du auch sagen, das war meine allerbeste Freundin? Ich würde sagen, es war eine meiner allerbesten Freundinnen. Also ich würde jetzt so weit sagen wir so, ich persönlich habe ganz extrem viele Freunde und Freundinnen. Richtig gute Freunde und Freundinnen. Ja, ganz extrem. Kann man das sagen? Dass man ganz viel, extrem viele Freunde hat? Kann man das sagen? Also, ich denke, ja, also ich denke, ich habe einen riesengroßen, richtig guten Freundeskreis. Okay, dann bist du ein... Bin ich eine der Glücklichen, ja, sagen wir so, ja. In schlechten Zeiten habe ich das gemerkt und ja. Gute Zeiten. Also diese Frau war auf jeden Fall eine sehr enge Bezugsperson, ja, für dich. Ja, und ich würde sagen, in den letzten Jahren für sie ihre engste Bezugsperson war. Machst du dir, du sagst, du siehst jetzt die Gespräche, die du mit deiner verstorbenen Freundin geführt hast, irgendwie in einem anderen Licht und es fügt sich so einiges zusammen. Ja. Machst du dir Vorwürfe? Ich habe mir die ersten Wochen
Es ist jetzt 2 Monate her. Ich habe mir die ersten Wochen ganz, ganz schlimme Vorwürfe gemacht. Weil? Dass ich gewisse Zeichen nicht erkannt habe. Was war so ein Zeichen? Es war so ein Zeichen, also ich bin Nachtdienstlerin im Krankenhaus, muss ich dazu sagen, ja. Und sie wusste, sie kann mich jederzeit anrufen. Mhm. Auch nachts, auch zu Hause nachts. Wie jetzt bin ich nachts immer wach. Ich bin alleinstehend auch. Und sie wusste, wenn sie Not hat, wenn sie irgendwelche Bedürfnisse hat, sie kann jederzeit anrufen bei mir. Und diese Anrufe haben sich in den letzten Monaten extrem verstärkt. Ach so, ach so. Das war dann schon, hätte sie man als Signal aufnehmen können, auffassen können. Sie hat sich sehr an mich gehängt in den letzten Monaten eben, ja. Nun sind 2 Monate vergangen seit dem schlimmen Vorfall oder seit ihrem Tod. Wie geht es dir heute? Ich versuche mir diese Vorwürfe nicht mehr zu machen. Ich versuche es. Aber so richtig gelingt es mir nicht. Ich meine, man kann ja auch sagen, wenn du eine so enge Person, Bezugsperson für sie warst, kann man ja auch die Frage stellen, warum hat sie sich nicht mehr geöffnet? Das frage ich mich auch. Weil ihre Not, ihre innere Not muss ja so groß gewesen sein, so unendlich groß, wenn man zu einem solchen Schritt... Und ich muss dazu sagen, ich habe sie 2 Tage vorher persönlich noch getroffen. Ich habe mit ihr noch, ich habe sie beim Einkaufen getroffen, klingt blöd, aber sie wohnte gerade 2 Straßen weiter. Ich habe noch fast 2 Stunden auf der Straße mit ihr erzählt. Sie war so perfekt und so wunderschön und so perfekt zurecht gemacht. Aber vielleicht war das so ihre Maskerade? Ihre Hülle. Genau. Ihre Maskerade. Genau, ganz genau. Genau. Ja. Genau. Du hast es schon ein paar Mal so betont, dass sie so schön war, dass sie so eine schöne Frau war. Ja. Aber da war nicht ein verstecktes Liebesverhältnis zwischen euch? Nein, das nicht, das nicht. Nein. Also das sagst du ganz objektiv. Ich muss jetzt dazu sagen, sie war 6 Jahre lang Geliebte von einem Politiker. Ja. Dieser Politiker hat vor 3 Jahren mit ihr Schluss gemacht. Ja. Was für sie ein ganz schlimmer Einbruch gewesen ist, ja. Verstehe, aber den Namen wollen wir jetzt nicht nennen. Nein, von der Gottes Willen würde ich nie nennen. Sie hat bis zum Schluss gehofft, dass er sich von seiner Familie ihretwegen trennt. Sie war 6 Jahre mit ihm zusammen. Und vor 3 Jahren, das bedeutete für sie einen ganz schlimmen Einbruch. Das wahrscheinlich die Hauptursache vielleicht war, kombiniert mit den anderen Sachen, dass sie Angst vor dem Altern hat. Sie hat es nie verkraftet, dass er wirklich im Endeffekt sich für seine Familie entschieden hat, für seine Karriere, anstelle für sie, ja. Hast du, das erzählen mir oft Menschen, die in deiner Lage sind, hast du bei aller Trauer und Betroffenheit auch einen leichten Zorn, dass sie dich einfach so alleine lässt quasi und auch ohne zu wissen, was eigentlich vorgefallen ist? Also sie hat mich in dieser Nacht, ich arbeite im Krankenhaus, wie gesagt im Nachtdienst, sie hat mich in dieser Nacht im Nachtdienst angerufen und sie hat zu einer ungewöhnlich frühen Zeit angerufen, also normalerweise immer 3, 3:30. An diesem Abend rief sie um 11:30 an, wo sie normalerweise genau wusste, um 11:30, dass ich keine Zeit habe, groß zu reden. Sie rief an und ich sagte ihr dann, Brigitte, ich stehe hier im großen Stress, ich kann jetzt nicht reden, hör zu, sobald ich ein bisschen Luft habe, rufe ich dich zurück. Ja. Und sie sagte mir dann, nee, das möchte sie nicht, sie schläft dann vielleicht schon. Um wie viel Uhr hat sie sich erhängt? Irgendwann mitten in der Nacht. Und sie rief, wie gesagt, zu einer ungewöhnlich frühen Zeit an 11:30 Uhr. Und sie hat denn auch nicht nochmal angerufen? Nein, sie hat nicht mehr angerufen. Und sie wollte ja nicht, dass ich sie zurückrufe. Und, ja, aber das deutet ja auch schon alles so darauf hin, dass sie schon einen Wall um sich aufgebaut hat. Sie hat einen Versuch unternommen, obwohl wissen, dass du da nicht kannst um die Zeit. Und dann wollte sie auch wiederum nicht, dass du anrufst. Nein. Also es hat sich alles widersprochen. An diesem Abend hat sich, im Nachhinein fällt einem das aber erst ein. Da hat sich alles widersprochen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ich rufe sie zurück und sie wollte es eben nicht, weil sie dann vielleicht schon schläft. Und an diesem Abend schien sie mir am Telefon, also ich muss jetzt dazu sagen, sie hat niemals Alkohol getrunken. Also nicht, dass man jetzt den Eindruck gewinnt, dass sie irgendwie angetrunken oder irgendwas war. Sie hat nie Alkohol getrunken, also absolut nichts in dieser Weise. Aber du hast den Eindruck... Gesagt, also ich hatte den Eindruck, sie ist sehr überdreht an diesem Abend. Sehr überdreht. Vielleicht hatte sie ja schon was eingenommen. Man weiß das ja alles gar nicht. Weiß man nicht. Also es war auf jeden Fall... Also es war im Nachhinein, wie gesagt,
nicht der normale Anruf wie sonst. Verstehe. Und ich sagte dann zu ihr, wenn sie nicht möchte, dass ich zurückrufe, ich habe dann zu ihr gesagt, hör zu, so überdreht wie du bist, schläfst du bestimmt in einer halben Dreiviertelstunde noch nicht. Sei so gut, ruf einfach nochmal an, nachher habe ich Zeit. Hat sie nicht gemacht. Ja, sie sagte, mal sehen, wenn ich noch nicht schlafe, ja. Und wir sind dann so verblieben, dass sie mich in der nächsten Woche, sie war sehr gern bei mir zu Hause, hat mich sehr gerne hier besucht, dass wir in der nächsten Woche uns bei mir treffen, eben, dass sie zu mir zum Essen kommt. So sind wir verblieben. Und montags sollte sie dann eigentlich anrufen bei mir, zwecks Terminvereinbarung. Ich habe ja dann die ganze Woche Nachtwachen frei. Sie rief nicht an montags. Ich habe dann montagabends probiert, sie zu erreichen. Ich habe sie telefonisch nicht erreicht, war aber auch nicht so ungewöhnlich durch ihren Beruf. Wann hast du denn das erfahren, dass es passiert ist? Ja, das ist jetzt der Oberhammer. Also ich habe Donnerstagmorgens, also Freitag. Ach, Donnerstag, da vergingen so viele Tage. Vergingen so viele Tage. Ich habe sie tagelang versucht, sie zu erreichen. Ich habe sie nicht erreicht. Von wem hast du sie erfahren dann? Also ich habe Donnerstagmorgens, ganz früh morgens, aus dem Tiefschlaf einen Anruf erhalten von einer Bekannten, die wusste, dass wir eng befreundet sind. Ich soll dringend ans Telefon gehen, was denn passiert sei. Ich soll dringend rangehen. Und dann bin ich am Telefon und dann hat mir eben eine frühere Freundin und Bekannte hat dir das erzählt, die Todesanzeige von ihr würde in der Zeitung stehen. Ach so. Liebe Angelika, ich kann mir schon vorstellen, dass da dennoch viele Gedanken sind und Probleme in dem Sinne, dass du dir Vorwürfe machst oder leichte Schuldüberlegungen hast. Ich würde gerne dich an meine Psychologin weitergeben. Das wäre nett. Dass ihr im Hintergrund darüber sprechen könnt. Darf ich noch einen Aufruf starten? Dass alle Leute, die jetzt zuhören, die gute Freunde haben, dass manchmal man mehr auf die Zwischentöne achten sollte, dass man wirklich hellhörig sein sollte. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Frau, die ich mein Leben lang um ihre Schönheit, um ihr Aussehen, um ihre wunderschöne... Ja, also der Aufruf ist rübergekommen, dass man darauf achten soll. Liebe Angelika, du legst bitte auf und wir rufen dich. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt gleich an. Ist in Ordnung. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir vielmals. Auf Wiederhören. Ja? Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen. Und Stefan ist hier. Stefan ist 24. Hallo Stefan. Hallo Domian. Hallo Stefan. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich eins, das sehr nach innen gerichtet ist, sage ich mal. Es ist ungewöhnlich, dass man damit so an die Öffentlichkeit geht. Aber da ich wollte das nochmal kurz vorwegstellen, dass ich in den letzten vielen Jahren immer deine Sendung gehört habe und eine sehr große Meinung großen Respekt vor deiner Meinung bekommen habe, weil du mit so viel Offenheit und Menschenverstand auf die Menschen reagierst. Vielen Dank. Ja, also mein Thema ist, dass ich in ein buddhistisches Kloster gehen werde in Frankreich und meine Eltern damit enorme Probleme haben. Also sehr. Gleich die erste Frage. Warum willst du in ein, was heißt das, in ein buddhistisches Kloster gehen? Für immer? Oder für einen gewissen Aufenthalt? Nee, für immer. Das ist für immer. Ich möchte Mönch werden. Du möchtest Mönch in einem buddhistischen Kloster in Frankreich werden? Genau. Warum? Weil das für mich die logische Konsequenz ist, wenn ich meine Ziele verfolgen möchte. Also im Buddhismus, also ich bin Buddhist, muss man vielleicht dazu sagen. Naja, davon gehe ich aus, ja. Ja. Wie lange eigentlich schon? Praktizierend erst seit einem Jahr. Interessiert darin schon deutlich länger, kann ich gar nicht genau sagen, seit wann, aber seit einem Jahr intensiv praktizierend. Und naja, es gibt halt mehrere Motivationen. Also manche praktizieren nur, weil sie halt jetzt in diesem Leben ein bisschen wollen, dass es ihnen besser geht. Manche wollen, dass es ihnen in den nächsten Leben ein bisschen besser geht. Und meine Motivation ist, dass ich allen Lebewesen helfen möchte. Und das kann ich in meiner jetzigen Form nicht sehr gut. Was machst du im Moment beruflich? Ich habe gerade eine Ausbildung abgeschlossen. Als? Staatlich geprüfter technischer Assistent der Informatik. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Welt als die des Buddhismus. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ist ein Jahr nicht ein bisschen kurz, um sich für so etwas zu entscheiden? Ja. Also ich meine, du bist ein Jahr aktiver Buddhist, wie du sagst, und triffst jetzt die Entscheidung, das ist ja eine Riesenentscheidung, so etwas. Ist das nicht zu kurz? Zu frühzeitig? Ja, diese Frage stelle ich mir relativ häufig. Seltsamerweise ist das einzige Argument, was noch nie von meinen Eltern gekommen ist, obwohl ich das irgendwie relativ rational finde, so diese Frage zu stellen. Ich empfinde das aber nicht so. Mir war eigentlich relativ schnell klar, also
schon nach, weiß nicht, 3 Monaten oder 4, war mir klar, dass das eigentlich letztendlich das ist, wie es enden wird, und habe dann schon relativ schnell mit entsprechenden Lehrern gesprochen, was sie von dem davon halten, mich zu ordinieren und sowas. Und die haben dann gesagt, ja, warte noch mal ein bisschen und so. Hast du denn, also in christlichen Klöstern ist das ja so, im buddhistischen weiß ich es nicht, besteht die Möglichkeit, wenn du, ich weiß nicht, 1-2 Jahre dort warst und du merkst, dass das doch nicht dein Weg ist, dass du wieder zurück, also raus aus dem Kloster kannst? Ja. Das geht. Die Problematik wäre dann, dass das natürlich im Lebenslauf ein bisschen komisch wirkt für einen zukünftigen Arbeitgeber, wenn man da drin stehen hat, 10 Jahre lang im buddhistischen Kloster. Okay, darüber wollen wir jetzt nicht Gedanken machen, was irgendwann mal irgendein Arbeitgeber denken könnte. Die Frage ist ja für mich, finde ich, eine wichtige Frage. Kann man sich zurückziehen, wenn man merkt, dass das nicht der richtige Weg ist? Ja, selbstverständlich. Das kann man. Also, wie ist denn das denn da? Du kommst dahin, musst du Geld mitbringen? Musst du irgendetwas einzahlen? Oder kann man einfach dahin gehen und sagen, jetzt, ich bin hier und nun lebe ich hier? Das ist von Kloster zu Kloster unterschiedlich. Es gibt leider in Europa insgesamt, glaube ich, nur 2 in der Tradition, in der ich bin. Und, welche Tradition ist das? Das ist die Geluk-Tradition. Ja, das würde Insidern was sagen, aber ja, ist auch okay. Ja. Müssen wir nicht weiter vertiefen. Ist in einer Linie des tibetischen Buddhismus. Ah ja. Des Dalai Lamas. Ja, jedenfalls, das ist von Kloster zu Kloster unterschiedlich. In diesem Kloster ist es so, dass man Geld normalerweise mitbringen sollte, um sich mindestens ein paar Jahre lang zu finanzieren, wobei es reicht, 4,50 Euro am Tag zu bezahlen. Also es deckt natürlich nicht die Kosten, der Rest wird dann vom Kloster finanziert, durch Spenden und sowas. Aber was wirst du in diesem Kloster dann jeden Tag machen? Nochmal eine Sache zu dem Geld. Also das läuft normalerweise so, dass man Spender hat. Also ich würde sozusagen nicht für mein Geld im Kloster arbeiten, sondern ich würde dafür sorgen, dass ich Sponsoren oder Spender habe, die dann halt sich diese 4,50 Euro am Tag aufteilen. Ach, und wie findet man die? Da geht man in Zentren und erklärt den Menschen, was man vorhat. Und dann gibt es Leute, die es gut finden und sagen, ich finde Mönche ganz toll und ich finde, das ist wichtig, was sie machen. Mhm. Aber ich kann es selbst nicht machen, aber dann finanziere ich das wenigstens. Ach, das gibt es? Ja, genau. Mhm. Und ja, was man im Kloster macht, ist hauptsächlich lernen und meditieren und versuchen, an sich zu arbeiten und die Lehre zu halten und solche Dinge. Dann könnte man ja sagen, ich bin von dieser buddhistischen Lehre tief überzeugt und möchte diese Lehre immer und immer wieder praktisch anwenden in meinem Leben, in meinem Alltag. Warum gehst du in ein Kloster und warum wendest du diese Lehre nicht vielleicht in einem Alltagsumfeld an, in dem du lebst? Ja, weil wie gesagt, es gibt mehrere Motivationen, den Buddhismus zu praktizieren, und meine ist ganz deutlich, die Buddhaschaft zu erreichen. Und die Buddhaschaft? Genau. Und das geht nur über diesen strengen Weg des Klosterlebens? Das würde ich so nicht sagen. Es gibt auch Berichte von einigen wenigen Laienpraktizierenden, also die sozusagen im Alltag gestanden haben und es trotzdem geschafft haben. Aber der Weg ist halt ungleich schwerer. Also, was heißt Buddhaschaft? Buddhaschaft bedeutet in diesem Zusammenhang einmal die persönliche Befreiung und darüber hinaus auch noch das Ablegen von allen Unwissenheiten. Also das ist der ganz entscheidende Faktor ist, dass man die Unwissenheit ablegt, auf der zugrunde alle negativen Emotionen zum Beispiel entstehen und alle Verblendungen. Und in diesem Zustand, in dem man keine Unwissenheit mehr hat, also dementsprechend Allwissenheit, kann man halt allen Lebewesen in einem perfekten Grad helfen. So, jetzt kommen wir mal zu deinen ins ganz profane Altersleben zurück, nämlich zu deinen zu deinen Eltern. Deine Eltern denken, der Junge spinnt, oder? Nicht direkt. Wir waren zum Glück schon, also ich war jetzt 3 Wochen in diesem Kloster. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich denen die Entscheidung mitgeteilt, dass ich dort den Ort gefunden habe, an dem ich Mönch werden möchte. Die wussten aber schon vorher ein halbes Jahr lang, dass ich eigentlich sozusagen nur danach suche, wo ich Mönch werden kann. Also insofern sind sie nicht völlig sozusagen geschockt, aber sie reagieren trotzdem völlig anders, als ich es erwartet hatte. Ich hatte damit erwartet, dass sie sagen würden, na gut, solange es ihn glücklich macht, das ist nicht der Weg, den wir für ihn erhofft hatten, aber macht es halt. Wie reagieren sie denn? Sie reagieren, also meine Mutter zum Beispiel reagiert, also meine Mutter und Schwester reagieren anders als mein Stiefvater und Vater, denn also die Mutter und ein bisschen auch die Schwester reagieren mit einer
ziemlich irrationalen Angst, dass durch die große Entfernung nach Frankreich, so groß ist sie ja nicht, es sind 2 Stunden Flug, aber dass die große Entfernung die Beziehung zwischen uns irgendwie schwächer werden würde oder abreißen würde, man den Kontakt verliert, weil man ja auch in verschiedenen Welten lebt. Es ist wahrscheinlich nicht eine Frage der Entfernung, sondern der verschiedenen Leben. Vielleicht, aber ich hab sie gefragt, was wäre, wenn ich einen Beruf zum Beispiel in Frankreich nehmen würde. Mhm. Und sie meinte, das wäre genau das gleiche Problem für sie. Also es scheint wirklich mehr die Entfernung in ihrer Sichtweise zu sein. Und die anderen Sichtweisen in der Familie? Ja, mein Vater hat momentan große Probleme damit, dass ich nicht in seine Fußstapfen treten würde. Also das würde ich sowieso nicht, weil ich ein ziemlich anderer Mensch bin als er. Aber ja, was macht er denn? Er ist in einer großen Elektronikfirma beschäftigt. Ja. Und ist halt sehr sehr auf diesem auf einer sehr materialistischen Schiene, würde ich mal sagen, und sehr konservativ, und das trifft auch auf meinen Stiefvater zu, wobei ihn hatte ich schon für deutlich lockerer offener gehalten, aber auch da stoße ich auf Welten, die ich nie erwartet hätte. Hast du euch eine Freundin im Moment? Jetzt nicht mehr, ich hatte eigentlich immer Freundin, aber jetzt seit ungefähr zeitgleich mit meinem Eintritt in den Buddhismus nicht mehr. Das heißt, dieses Thema kannst du dir salopp gesagt dann auch abschminken, ne? Das ist richtig. Sexualität gibt es nicht im Kloster. Genau. Sollte es nicht geben. Soweit ich weiß, ist das auch so. Was man so von gewissen Klöstern hört, ist das ja nicht immer so ganz klar, aber es sollte nicht sein. Das heißt, Enthaltsamkeit wäre dann auch deine Zukunft. Wobei das nicht eine Sache ist, die ich negativ sehe, sondern das empfinde ich eigentlich als in gewisser Weise als ein Vorteil, weil nicht nur die Zeit, die man damit erspart, sozusagen nicht auf, nicht Klamotten zu kaufen und nicht auf jemanden, also jemanden beeindrucken zu müssen, mit dem zu balzen. Ja, genau. Darf ein buddhistischer Mönch onanieren? Da gibt es, glaube ich, keine konkreten, keine Schriften drüber, soweit ich weiß. Ich glaube eigentlich nicht, ne? Wenn man es ganz streng. Wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich nicht. Ihm wahrscheinlich eher selbst. Also es ist nicht so, dass er damit irgendwie einen Gott böse machen würde. Mhm. Insofern ist es natürlich nicht so schlimm. Mhm. Aber für ihn selbst ist es natürlich problematisch. Also mit der Familie, das ist mir natürlich klar, dass deine Familie da nicht völlig locker und, na klar, geh du nach Frankreich und werd buddhistischer Mönch. Das ist ja selbstverständlich. Das ist schlimmer, als es jetzt am Anfang klang. Vielleicht habe ich es nicht genug unterstrichen, aber meine Mutter zum Beispiel hat sogar wirklich Gesundheitsprobleme dadurch bekommen, weil durch die ganzen Sorgen ihr Blutdruck so angestiegen ist, dass sie jetzt wirklich in einem lebensbedrohlichen Bereich ist. In einem lebensbedrohlichen Bereich? Ja, ja. Also, dass sie jetzt wirklich schwere Medikamente nehmen muss, weil sonst... Ja. Ja, dahinter steht ja auch der Schock, Stefan. Ja. Wir verlieren unseren Sohn. Ja, genau. Das ist, diese Entfernung, glaube ich, ist nicht das große Problem. Das Problem ist, der Sohn geht in ein Kloster. Und er geht nicht mehr in ein christliches Kloster, was man sich ja irgendwie noch so ein bisschen vorstellen kann. Aber der geht in ein buddhistisches Kloster, in eine ganz fremde, exotische Welt. Wobei das in gewisser Weise viel lockerer ist. Also ja, das weißt du jetzt alles. Aber so im normalen Wissen ist das natürlich nicht so verankert. Insofern kann ich mir das gut vorstellen. Wie ist denn das? Könntest du denn, wenn du richtig fester Mönch dort bist, kannst du mal zu einer Familienfeier nach Hause kommen? Ja, es ist sogar so, dass ein ganzer Monat im Jahr, eigentlich immer der Dezember, komplett frei von Unterricht gehalten wird, sodass man da seine Familie besuchen kann. Und dann kann man reisen, das ist kein Problem. Ja, das kann man jederzeit. Das Problem ist höchstens dann sozusagen das Geld noch zum Reisen zu haben, aber... Hast du das deiner Familie auch so erklärt, dass das geht? Ja. Ich habe ihnen auch erklärt, dass man, als guter Buddhist würde eigentlich gerade auch als Mönch, würde eigentlich die Beziehung zur Familie noch stärker, die Bindung zur Familie eher stärker werden. Und das zum Beispiel ist es wirklich so, dass teilweise auch der Abt kommt und dann einem sagt, du hast irgendwie diese Woche noch gar nicht mit deiner Familie telefoniert, ruf sie doch mal an, irgendwie, die macht sich Sorgen. Also vielleicht sind Informationen einfach wichtig, dass du, ich weiß nicht, wie intensiv du deiner Familie das alles schon erklärt und erzählt hast. Ich habe es versucht, es so intensiv wie möglich zu machen, aber ich mache es immer noch schlimmer, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, aber letztendlich, Stefan, ich finde das sehr respektabel, was du da machst. Und ist es, wenn es wirklich dein Weg ist und wenn du das jetzt entschieden hast, nach diesen 3 Wochen Probe, quasi Probekloster, dann musst du diesen Weg auch gehen, auch wenn die Familie da nicht gerade klatschend daneben steht.
Aber du bist der Familie nicht verloren. Das finde ich interessant. Und wenn du denen das immer wieder so sagst und das hinterher auch unter Beweis stellst, wird man dem Ganzen sicher ganz anders gegenüberstehen. Vielleicht wird man sogar irgendwann sehr stolz auf dich sein. Ich weiß nicht, momentan betteln sie ja noch darum, dass ich das aufschiebe um ein paar Jahre. Mhm. Dass sie dann sagen, ja, warte doch noch ein paar Jahre und so. Mhm. Aber du bist ein 24 Jahre alter Mann, junger Mann, der das für sich entscheiden kann. Insofern... Ja, genau das zweifeln sie, glaube ich, am meisten an. Also es kommt eigentlich immer das Argument, das kannst du ja alles noch gar nicht wissen, du bist ja erst 24. Mhm. Ja, das glaube ich ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie sehr und intensiv man sich damit auseinandergesetzt hat und wie sehr es das Ganze ins Herz gedrungen ist. Und das scheint mir bei dir so zu sein. Ja, das ist wohl so. Lieber Stefan, ich würde mit dir wirklich sehr gerne, sehr intensiv mich noch weiter unterhalten. Das geht leider nicht, weil uns die Zeit wegrennt. Ja, klar. Ich finde es interessant. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der das vorhat. Und das in deiner langen Geschichte, das fühle ich mich ja geehrt jetzt. Geh deinen Weg. Wenn du das so für richtig erachtest und du hundertprozentig davon überzeugt bist, dann musst du das machen. Und dann ist es auch der richtige Weg. Ich bin ganz sicher. Oh, vielen Dank. Das ist sehr erleichternd, das von dir zu hören. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön, dir auch. Stefan, auf Wiederhören. Tschüss. Nelly ist hier. Nelly ist 28 Jahre alt. Guten Morgen, Nelly. Ja, hallo. Hallo Nelly, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass mein Vater vor 2 Wochen ganz unerwartet gestorben ist. Ja. Ich sag jetzt einfach mal so, meine Mutter hat ihn von Sonntag auf Montag ins Krankenhaus gebracht, weil es ihm nicht gut ging. Mhm. Sie hatte Flecken an seinem Körper entdeckt nachts. Mhm. Und ich wusste davon nichts und morgens rief meine Schwester mich an, der Papa ist im Krankenhaus, Verdacht auf Leukämie. Mhm. Und dann mittags rief sie dann an und sagte, ja, der Verdacht hat sich bestätigt, er hat Leukämie. Mhm. Und dann haben wir noch alle gedacht, okay, Leukämie kann man ja heutzutage eigentlich ganz gut vielleicht behandeln. Mhm. Haben direkt alle an Spende gedacht und sowas. Ja. Und 2 Stunden später rief sie an und schrie mir nur noch ins Telefon, komm sofort ins Krankenhaus, der Papa stirbt. Ja, und ich wusste nicht, was los ist und bin direkt mit meinen Großeltern hingefahren und dann hatte er irgendwie erst von einem Krankenhaus ins andere Krankenhaus überliefert worden. Mhm. Und hatte dann währenddessen irgendwie einen Gehirnschlag und durch diese Leukämie. Mhm. Und dann bin ich halt in das Zimmer rein und er wurde beatmet, also er lag schon im Koma und hat nichts mehr mitbekommen. Und und dann ist er dann abends um 7 Uhr gestorben. Hatte er denn, ohne es zu wissen, diese Leukämie schon lange? Nee, also die Ärzte haben im Nachhinein gesagt, es gibt ja verschiedene Arten von Leukämie. Mhm. Und das war wohl diese krasseste Form, die es überhaupt gibt. Also da hätte man sowieso nichts tun können. Mhm. Wenn man diese Leukämie feststellt, also diese krasse Art, hätte er sowieso nur noch 8 bis 14 Tage zu leben gehabt. Und durch diesen Gehirnschlag halt ist halt so schnell gekommen. Ja. Das habe ich so auch noch nicht gehört, dass es eine so aggressive Form von Leukämie gibt. Nein, also das haben auch 2 Ärzte gesagt. 2 Ärzte, die das gemacht haben, in der ganzen Laufbahn ihres Arztdaseins hätten sie sowas noch nie gehabt. Wie alt ist dein Vater geworden? 47. Und er war halt ein großer, starker, kräftiger Mann. Er war für alle Menschen immer da und er hat alles getan, was er konnte und ja, auf einmal dann sowas. Also was kann man jetzt sagen insgesamt, wie viele Tage war er dann erkrankt, bis er gestorben ist? Also er hatte, an dem Tag, wo er ins Krankenhaus gekommen ist, ging es ihm eine Woche vorher irgendwie schlecht. Also er hat gesagt, ja, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Er hat dann gesagt, so ja, ich bekomme bestimmt die Grippe oder sowas. Also eine Woche vorher? War da auch noch beim Arzt. Ja. Und er meinte so, es geht um Magen-Darm-Grippe um und ist nichts Besonderes. Mhm, und Also eine Woche vorher. Und wie lange war er denn im Krankenhaus? Im Krankenhaus. Er ist von Sonntag auf Montag, also in der Nacht, ins Krankenhaus gekommen. Und montagsabends ist er halt gestorben. Quasi anderthalb Tage. Mhm. Ja. Mhm. Wie war dein... Er war halt nachts ist er ins Krankenhaus gekommen und war eigentlich noch fit und hat noch zu meiner Mutter gesagt, ach, ist nicht so schlimm, ich gehe morgen arbeiten und... Dann ist meine Mutter dann morgens um 6 ist sie dann nach Hause gefahren, um halt Klamotten zu suchen. Mhm. Und dann hat mein Vater noch zu meiner Mutter gesagt, ich find's gut, dass du mich ins Krankenhaus gebracht hast, es wird mir jedenfalls geholfen. Mhm. Das waren die letzten Worte, die er meiner Mutter gesagt hat. Ja. Und 3 Stunden später war er schon nicht mehr ansprechbar. Also das ging so schnell. Mhm.
Und wir können das alle nicht begreifen. Bist du das einzige Kind? Nee, wir sind drei Schwestern. Drei Schwestern. Ältere oder jünger? Nee, sind alle jünger. Alle jünger. Ja. Wie war denn dein persönliches Verhältnis zu deinem Vater? Super gut. Super gut. Also ich muss dazu sagen, er war nicht mein richtiger Vater, sondern mein Stiefvater. Also ich war 8 oder 9, als er meine Mutter geheiratet hat. Mhm. Aber er war halt mein Papa für mich. Mhm. Ich habe ihn über alles geliebt. Aber das ist dann ja, wenn so etwas so unvorbereitet passiert und mit so einer dramatischen, aggressiven Erkrankung, ich könnte mir vorstellen, dass du heute, obwohl das 2 Wochen nun schon her ist, das noch gar nicht wirklich realisiert hast, ne? Nee, Domian habe ich auch nicht, wirklich nicht. Also ich denke immer noch irgendwie, er ist irgendwie in Kur oder im Ausland im Urlaub und er kommt irgendwie jeden Moment wieder. Ich kann es noch überhaupt nicht begreifen, dass er nie wieder da ist. Wie geht deine Mutter jetzt mit diesem traumatischen Erlebnis um? Ja, meine Mutter, ja, wie soll ich das sagen? Also sie hat mit 18 geheiratet, also nicht jetzt diesen Vater, sondern meinen Erzeuger. Mhm. Dann hat sie mich mit 19 bekommen, meine anderen Schwester dann mit 21 und 23. Mhm. Dann war sie mit 24 wieder geschieden. Mhm. Hatte dann halt uns Kinder und hat dann mit 28 halt meinen Stiefvater kennengelernt, war mit dem super glücklich, das war die Liebe ihres Lebens. Dann waren wir groß und sind aus dem Haus und dann hat sie gedacht, ja, jetzt habe ich halt mit meinem Mann eine schöne Zeit und die haben sich so viel aufgebaut und wollten noch so viel erleben. Und also eine richtig gute Beziehung. Ja, super schön, also bei denen war alles ganz toll und ja, jetzt ist sie alleine und weiß nicht, wie sie damit klarkommen soll. Also, seid ihr denn, kümmert ihr euch viel um die Mutter? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Die Beerdigung war schon, ne? Die war letzte Woche Mittwoch, ja. Wie hast du die erlebt und empfunden? Also es war schon schlimm. Also in der Kirche ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Und im Nachhinein, was mir von der Beerdigung an sich, also am Grab, was mir erzählt wurde, ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen alles. Also es war schon total schlimm. Und aber ich wollte halt stark sein für meine Mutter. Ja. Weil ich habe gedacht, die bricht uns jeden Moment zusammen. Aber ich bin wirklich stolz auf meine Mama. Die hat, die war sehr stark. Aber halt, ja, es kommt halt jetzt irgendwie alles so nach und nach raus. Weil, ja, ich kann es immer noch nicht verstehen und akzeptieren. Ich verstehe es einfach nicht. Wahrscheinlich sie auch nicht. Nee. Also sie war gestern noch, im Krankenhaus, weil ihr das keine Ruhe gelassen hat, hat dann nochmal mit dem Arzt gesprochen, wie das alles sein kann, weil sie kann es nicht akzeptieren. Ja. Gibt es andere Leute noch, die sich um deine Mutter kümmern, außer jetzt ihr Mädels? Ja, gut, die Familie halt. Da ist schon Familie. Meine Großeltern, meine Tanten und Onkels und ja. Aber dennoch ist das natürlich eine ganz schlimme und grauenhafte Zeit, in der ihr jetzt da gerade seid. Vor allen Dingen, weil das so unerwartet kam. Er hat ja nie was. Er hatte nie irgendwie, wenn er mal krank war, ach egal, ich gehe arbeiten, egal, egal. Er war immer für alle da, er hat nie Nein gesagt. Und dann so ein großer, starker Mann, dass er dann innerhalb von ein paar Stunden einfach so gestorben ist. Ja, ja. Und ich werde dieses Bild, wo ich im Krankenhaus war bei ihm, er wurde künstlich beatmet, durch irgend so ein komisches Ding. Und ich werde dieses Bild nicht vergessen können. Die ganzen Geräte und wie er da lag, ganz hilflos. Und das wirst du dein Leben lang nicht vergessen können. Nee, das kann ich nicht vergessen. Eine sehr, sehr, sehr schlimme Geschichte, Nelly. Sehr, sehr traurig. Das tut mir sehr, sehr leid für dich und deine Familie. Dankeschön. Ich glaube, das ist wichtig, dass ihr alle einfach zusammenhaltet und dass ihr viel, viel, viel redet über den Papa. Und solche Sachen wie, wenn deine Mutter da nochmal hingeht ins Krankenhaus, finde ich auch gut. Wenn sie was nicht verstanden hat, dann hilft ihr das auch ein klein wenig weiter, das zu verarbeiten, wenn sie eine neue Information von dem Arzt bekommt. Ja, das hat sie auch gestern gesagt. Also das Gespräch mit dem Arzt hat ihr wohl gestern schon ein bisschen geholfen. Dann wäre vielleicht auch zu überlegen, wenn es sehr, sehr schlimm für deine Mutter ist, ich weiß nicht, ob sie ein Typ dafür ist. Es gibt ja so Trauer-Selbsthilfegruppen. Ja. Wenn sie vielleicht da einen Anschluss suchen würde, wo sie dann mit Leuten zusammen ist, die das gleiche Schicksal erlitten haben. Also weiß ich nicht, meine Mutter ist so, die tut nach außen hin immer sehr, sehr stark, aber ich kenne meine Mutter, sie ist halt nicht
so stark, wie sie halt nach außen tut. Also pass mal auf, ich gebe dir jetzt gleich mal meine Psychologin nochmal. Die kann, mit der kannst du sowieso, wenn du möchtest, auch noch weitersprechen, aber sie kann dir auch noch so vielleicht von Selbsthilfegruppen, Trauerseminaren und so etwas einige Informationen und Anlaufstellen geben. Okay. Wenn du das vielleicht in Anspruch nehmen möchtest oder eben ein anderes Mitglied der Familie oder deine Mutter, könnt ihr das ja einfach machen. Dann habt ihr die Informationen da und wenn ihr wollt, könnt ihr darauf zurückgreifen. Okay, danke schön. Ja. Meine Liebe, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke schön. Auf Wiederhören, Nelly. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail mit reinzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls natürlich auch sehr schnell zurückrufen können. Hier ist Holger und Holger ist 29 Jahre alt. Hallo Holger, was ist dein Thema? Ja, hallo Domian. Ich habe da ein kleines Problem und zwar, meine Frau ist abgehauen. Ich weiß nicht, wo die steckt. Ich weiß nicht, wie es meinem Sohn geht. Sie hat sich zwar zwischendurch mal gemeldet, aber ich habe hier absolut keinen Plan. Ich habe schon die Polizei versucht einzuschalten, Jugendamt. Wann ist sie denn? Seit wann ist sie weg? Die ist am 2. Mai ist die abgehauen. Am 2. Mai? Ja. Ich war beim Kumpel und wir haben um 8:30 abends noch telefoniert, war alles in Ordnung. Sie wollte mit dem Kleben bei uns im Garten im Sandkasten mit dem spielen. Also es gibt ein Kind? Ja, 15 Monate alt ist. 15 Monate. Mhm. Und sie wollte angeblich mit ihm draußen im Sandkasten spielen gehen und hat mich gefragt, ob ich schon angekommen wäre in Neuss und auf jeden Fall war alles in Ordnung und ich komme um 9 Uhr komme ich nach Hause und weg. Einfach spurlos verschwunden. Spurlos verschwunden? Und hat sie den Gepäck mitgenommen? Ja, die ganzen Pampers sind weg, dann die Feuchttücher sind weg und ein paar Anziehsachen. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe bei meiner Schwiegermutter angerufen und so weiter, aber nirgendwo ist sie angeblich aufzutauchen. Also sie hat Gepäck mitgenommen, sie hat einen Koffer oder eine Tasche mitgenommen? Vermute ich mal. Also wir haben so eine Sporttasche und ich denke mal, wir hatten da 3 Stück von und 2 sind glaube ich noch da. Ja. Du kannst ja in den Schrank gucken, fehlen da Klamotten von ihr? Da fehlen ein paar Anti-Sachen, ja. Ja. Nicht alle, aber ein Teil. Ja, und so die Toilettensachen, die man so braucht? Ja, hier so normal. Weiß ich, Schminke, Zahnbürste oder sowas. Ja, hat größtenteils alles mitgenommen. Mitgenommen. Und wie ist es mit Geld? Kannst du das rekonstruieren? Hat sie Bargeld mit? Oder? Von dem Kleinen hat die das Sparbuch mitgenommen und den Sparport von dem Kleinen. Und für sich selbst? Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ob. Habt ihr ein gemeinsames Konto? Nee. Nee, das nicht. Das läuft alles über meinen Namen. Ja. Also, ein Problem an der ganzen Sache ist, wir haben ein Haus zusammen gekauft vor kurzem. Moment, lass mich fragen, es läuft über deinen Namen, aber sie könnte, wenn sie eine Scheckkarte dabei hat, sie ist autorisiert, auch Geld abzuheben. Nee. Nein. Also das heißt, du weißt gar nicht, abgesehen von dem Sparbuch des Kindes, ob sie Bargeld bei sich hat. Richtig, ich weiß nicht, wo sie ist, weil meine Schwiegermutter sagt angeblich... Nee, lass mich doch mal fragen mit dem Geld, das ist, finde ich, eine wichtige Frage. Du weißt nicht, ob sie großes Bargeld bei sich hat. Wie viel ist auf dem Sparbuch für das Kind? Das weiß ich nicht. Wir haben da immer nur drauf eingezahlt, aber was genau im Endeffekt da drauf ist, kann ich nicht sagen. Aber keine Riesensummen? Nee, ich denke mal so 600 Euro, 500, 600 Euro. Ja, genau. Ja. Und sie kann nicht Geld irgendwo abheben? Nee. Und sie hat auch kein eigenes Konto irgendwo? Nein. Soweit du weißt? Oder weißt du es hundertprozentig? Also soweit ich weiß, hat sie kein eigenes Konto gehabt. So, jetzt ist die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter hast du angerufen? Die habe ich angerufen. Die hat zu mir gesagt, sie wäre nicht da gewesen, sie wüsste nicht, wo sie ist. Aber ist die Schwiegermutter nicht in heller Aufregung, wenn die Tochter weg ist? Nee, eben nicht. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Wie ist dein Verhältnis zur Schwiegertochter? Zur Schwiegermutter, Entschuldige. Also bis dato war es immer gut. Nur ich denke mir mal, wenn meine Frau sagt, sie möchte nicht, dass die da irgendwie preisgibt, dass ich da bin, dann wird sie es auch nicht tun. Aber das merkst du doch, wie sie reagiert. Wenn die nichts wüsste, würde die doch wahrscheinlich ganz anders reagieren, als wenn sie etwas wüsste. Ja, das Problem ist ja, ich vermute ja, dass sie da irgendwo in der Ecke ist, also bei meiner Schwiegermutter oder bei meiner Schwester. Und das Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, wo meine Schwägerin wohnt, weil die ist ja wieder umgezogen. Ich habe da die Telefonnummer, aber ja. Da kriege ich ja auch meine Frau dann nicht. Die lässt sich dann überall verleugnen. Also du hast schon den Eindruck, dass deine Schwiegermutter Bescheid weiß? Ja, sonst hätte sie auch schon die Polizei verständigt. Das wäre die panischer wahrscheinlich. Sonst würde die mit dir beraten, was ist los, du musst die Polizei anrufen und so weiter. Ganz genau das. Hattet ihr in den letzten Tagen Streit? Ja, wir hatten ganz normale Streitigkeiten halt und
da ich jetzt krank bin und nicht weiß, also da mir alles über den Kopf gestiegen hier ist im Moment und ich nicht genau weiß, wie wir da alles bezahlen sollen, bin ich schon mal etwas lauter geworden immer. Und schnell laut geworden, sagen wir mal so. Schlimm laut geworden? Ja. Hast du sie geschlagen? Nee. Wirklich nicht? Nee, das ist schon 3, 4 Jahre her so. Aber danach nicht mehr. Nur. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Wir kennen uns seit 01. Also es gab schon, also Spannungen gab es schon in der letzten Zeit. Ja. Was, du bist krank? Ist was Schlimmes? Ja, ich hätte beinahe mein Leben verloren bei meinem Job. Und, warum? Was wäre passiert? Was ist passiert? Ich bin LKW-Fahrer und da musste ich eine Vollbremse machen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich einen PKW-Fahrerdruck gefahren, der bei Rot über die Ampel gefahren ist. Und dann hat sich der Stahl gelöst und der wäre fast, wenn er nicht ein riesengroßer Flansch gelegen hätte, der den Aufprall abgefangen hätte, hätte ich jetzt entweder keine Beine mehr oder mein Leben verloren. Mhm. Aber du bist verletzt da rausgegangen? Nee, unverletzt. Nur. Und warum bist du krank jetzt? Weil ich mich nicht mehr traue, auf den LKW zu steigen. Ach, du bist seelisch erkrankt? Ja. Ah ja. Und da ich den Job nicht mehr ausüben kann im Moment und auch arbeitslos dadurch geworden bin, weiß ich auch nicht genau, wie ich das hier alles mit dem Haus bezahlen soll. Und dann kommt jetzt auch noch dazu, dann ist meine Frau jetzt mit dem Kleinen weg. Ich weiß nicht genau, wie es dem Kleinen geht. Ich habe den, die beiden über alles. Ich weiß nur nicht mehr, was ich machen soll. Hat die Frau denn mal irgendwann so in der Wut mal gesagt, wenn das so weitergeht, dann hau ich ab oder ich lasse alles stehen und liegen? Hat sie mal sowas gesagt? Ja, aber danach war alles wieder in Ordnung. Also da war alles, das hat sie mal vor ein paar Wochen gesagt, aber da war alles in Ordnung wieder. Also für sie muss es ja schon sehr schlimm gewesen sein, wenn sie so einen dramatischen Schritt unternimmt, dass sie weggeht, sich komplett allein lässt und das Kind mitnimmt. Das muss ja schon, das zeigt mir, dass die Frau völlig in Not ist, in Wut ist und dass sie wirklich am Ende ihrer Kräfte ist. Das ist nicht eine Lappalie. Ja, nur ich bin mir keiner Schuld bewusst, gut, außer die normalen Streitigkeiten, dass ich halt eben ein bisschen ab und zu lauter geworden bin. Mhm. Aber vielleicht ist ja doch zu nah gegangen, sag ich mal. Mhm. Nein, vielleicht trägst du wirklich nicht alleine die Schuld. Vermutlich sogar werdet ihr beide gemeinsam die Schuld tragen, dass die Sache sich sehr verfahren hat, in der ihr da lebt. Und das dann noch und noch besonders schlimm durch deine Erkrankung und jetzt die Situation, in die du geraten bist. Ja, vielleicht kam sie damit jetzt nicht mehr klar so, aber das ist ja dann noch lang kein Grund, dann mich zu verlassen. Weil ich nicht weiß, wo die hin ist. Ich vermute mal, dass das wirklich eine spontane, eine unbedachte Reaktion ist. Das vermute ich auch, nur ich komme nicht an sie ran. Ich kann nicht vernünftig mit ihr reden. Mhm. Nicht vernünftig mit ihr über die Situation sprechen kann. Was würdest du ihr denn gerne vernünftig mitteilen? Dass ich sie liebe und dass ich alles dafür tun würde, dass sie wieder zurückkommt. Mhm. Ich liebe die beiden ohne Ende, aber... Mhm. Dass du zum Beispiel auch dazu bereit wärst, mit ihr gemeinsam zu einer Eheberatung zu gehen? Ja, sofort. Sofort? Sofort. Mhm. Sofort. Ich bin zu allem bereit. Nur halt, ich möchte meine Frau, also ich möchte meine Familie wieder haben. Und du bereust auch das, was du da vielleicht in den letzten Tagen mal sehr krass gesagt hast? Ja, nur das bereue ich definitiv, weil ich weiß, dass es nicht so gemeint war. Ja. Ne, also ich sag manchmal dann... Sachen, die ich dann gar nicht so meine. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass du eben auch in einer schwierigen Lage im Moment bist und dir die Nerven auch blank liegen. Ja, ganz genau. Ja. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Was hältst du von folgender Idee? Du kommst nicht an sie ran, du kriegst nicht raus, wo sie ist. Wenn du dieses, was wir gerade mal so ein bisschen locker besprochen haben, von wegen, dass dir alles leid tut, dass du sie liebst, dass du mit ihr eine Zukunft haben möchtest, dass du bereit bist, mit ihr zu einer Eheberatung zu gehen, nur um die Ehe zu retten und so weiter. Wenn du dieses, ohne ihr Vorwürfe zu machen natürlich, wenn du dieses aufschreiben würdest und deiner Schwiegermutter gibst, mit der Bitte, sie möge es der Tochter überreichen. Ja. Ich meine, das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit, irgendwie in Kontakt zu deiner Frau zu kommen. Weil sonst sind dir die Hände ja komplett gebunden im Moment. So Handy und sowas hat sie auch nicht dabei. Doch, Handy hat sie dabei, nur das zu 99,9% aus. Ja. Und dann, wenn ich mal anrufe und sie hat gerade das Handy andrückt, nehme ich weg. Ja, wäre doch vielleicht eine Idee mit diesem Brief. Das wäre noch eine Möglichkeit, ja. Könntest du heute Nacht noch fertig schreiben oder morgen früh und
Wie weit wohnt deine Schwiegermutter entfernt? Ja, ungefähr 30, 40 Kilometer. Ja, kannst ja irgendwie hingelangen. Ja, das ist kein Problem, ich habe ja noch ein Auto. Ja. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, das wäre ein großer, ein sehr verrückter Zufall. Vielleicht hat sie ja sogar zugehört heute Nacht. Ja. Wo immer sie sich aufhält. Hoffen wir mal. Wenn sie, wollen wir die Chance auch noch eben nutzen, wenn sie jetzt zuhört oder zuschaut, sprich sie doch vielleicht jetzt gerade in diesem Moment mal an. Ja, Anja, ich liebe dich und den Kleinen ohne Ende. Komm bitte zurück zu mir. Ich tue alles dafür, dass ihr wieder hier seid und dass wir wieder eine gemeinsame Zukunft haben. Ich liebe euch wirklich über alles. Okay. So, und jetzt werden wir dich nochmal kurz anrufen, Holger, ja, wegen einer Information für dich in puncto Eheberatung, dass du das auch schon mal in der Hand hast, wenn deine Frau hoffentlich bald wieder auftaucht. Wunderbar. Ja? Ich drücke die Daumen, hoffe sehr, dass es was gebracht hat, auch der Anruf, vielleicht hat sie es ja gehört, und wünsche dir und deiner Familie wirklich von Herzen alles Gute. Alles klar. Und wir melden uns gleich bei dir. Ja, danke, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unsere Themen nächste Woche möchte ich euch an dieser Stelle schon sagen. Die Themen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Demütigungen und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Töten. Ihr könnt euch ja immer rund um die Uhr und auch über das Wochenende per Mail schon anmelden, wenn ihr euch zu unseren Themen gerne äußern möchtet. domian@wdr.de. Jetzt weiter mit einer freien und offenen Themenrunde, wie immer freitags. Und ich bin verbunden mit dem Franz und Franz ist 54. Guten Morgen, Franz. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um die angeblich oder wahrscheinlich vorzeitige Entlassung von Christian Klar. Mhm. Ja. Ich halte da überhaupt nichts von. Meine Meinung dazu ist, wer lebenslang verurteilt ist, hat auch lebenslang einzusitzen. Mhm. Nun ist das ja, soweit ich informiert bin, eine durchaus übliche Praxis, die allen Menschen, die so verurteilt wurden, unter Umständen zuteil wird, dass es eine Begnadigung gibt. Weil dieses klassische Lebenslang gibt es in Deutschland ja nicht mehr. Leider. Okay, aber, leider, aber so ist es nun mal. Ja, traurig genug. Denn bei, ich sag mal jetzt nur bei diesem Christian Klar zum Beispiel, oder wie die anderen alle hießen, Gudrun Enslin oder Ulrike Mohnhaupt und wie nicht alles. Als die damals aktiv waren, das war meine Jugend. Meine Jugend und auch meine spätere Bundeswehrzeit. Mhm. Ich hatte zum Beispiel in der Bundeswehrzeit einige Probleme mit der sogenannten Baader-Meinhof-Gruppe. Wenn wir die Anrufe kriegten, Baader-Meinhof wird aktiv, Achtung, die Kaserne könnte in Gefahr sein, mhm, dann waren unsere Wochenenden damals zum Teufel. Mhm. Mhm. Dann wurden wir, obwohl wir im Friedensfall waren, mit scharfer Munition ausgerüstet, mhm, und hatten dann da Bundeswehreigentum zu schützen. Ja. Und die ganzen Morde, die damals passiert sind, ob das Pontor ist, ob das Schleier und wie sie alle hießen, ja, und die unbeteiligten Leibwächter, wer denkt denn an die heute, wenn, ja, die jetzt begnadigt werden? Ja, also du hast mich immer auf der Seite, wenn es um das Thema Opfer geht und dass man ein größeres Licht auf die Opfer werfen muss. Ich finde nur, dass diese Täter der Baader-Meinhof-Gruppe genauso behandelt werden sollten wie alle anderen Kriminellen auch und wie jede anderen Mörder auch. Ich finde, dass ihnen kein Sonderstatus zusteht und schon gar nicht ein Status von, in Anführungszeichen, politischen Häftlingen, was sie sicher immer sehr gerne herangezogen hätten. Und ja, aber was soll dies alles Ding? Damals war lebenslänglich 25 Jahre, ja, als damals das Urteil gesprochen ist. Ja. Und so wie ich bei dem Christian Klar weiß, oder ich meine es zu wissen, ist er zu 7-mal lebenslang verurteilt worden. Mhm. Selbst wenn ich nach der heutigen Rechtsprechung ausgehe, wo lebenslang 15 Jahre ist, mhm, ist bei mir 7-mal 15 105 Jahre. Ja gut, aber so kann man es ja heute nicht mehr sehen. Leider, ja, man kann vieles nicht sehen. Ja, so ist die Rechtslage nun mal und das liegt jetzt beim Bundespräsidenten, ob er sich dafür entscheidet oder dagegen entscheidet. Ich kann natürlich verstehen, aus deiner eigenen Biografie heraus, wenn du so etwas erlebt hast, obwohl das ja noch ein harmloses Erleben ist, sage ich mal, du gehörst ja nicht zu den Familien der Opfern, dass man das natürlich verschärft sieht.
Aber ich bleibe einfach dabei, dass man diese Menschen genauso behandeln muss wie alle anderen Kriminellen und Verbrecher auch. Und wenn denen eine Begnadigung zuteil wird, warum dann nicht auch den ehemaligen Mitgliedern der Bader-Meinhof-Gruppe? Ja, aber er hat doch selbst damals oder vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt mal um auf Christian Klar zu sprechen, dass selbst noch einen negativen Kommentar zu so einer Geschichte gegeben. Und trotzdem andererseits verlangt er dann eine Begnadigung, obwohl er in 22 Monaten leider sowieso entlassen wird. Ja, also er hat, soweit ich weiß, irgendeinen Quatsch gesagt in Richtung Kritik am Kapitalismus. So sieht es aus. So, das müssen wir beide ja nicht gut finden. Und ich finde das auch nicht gut. Und ich teile sicherlich überhaupt nicht das, was er sagt. Aber wir leben in einem freien Land, wo auch ein Strafgefangener seine Meinung sagen kann. Und nur die Kritik am Kapitalismus darf nur nicht ausreichen, um zu sagen, naja, das muss sich jetzt darauf auswirken, ob der Bundespräsident jetzt begnadigt oder nicht begnadigt. Nein, aber wenn ich unser System immer noch ankreide, und das macht er ja, und ich mit unserem System immer noch nicht einverstanden bin, aber trotzdem die Rosinen dieses System haben zu wollen? Ja. Okay, lass es mal so stehen. Eine Meinungsäußerung von dir, von Frank. Viele Leute sind sicher deiner Meinung, aber eine ganze Menge haben auch eine andere Auffassung. Du hast sie zum Ausdruck gebracht und dafür danke ich dir vielmals. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Dankeschön, Frank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Inge ist hier. Inge ist 74. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Inge. Um was geht's? Guten Morgen, Domian. Ja, ich hing gestern schon in der Leitung. Sag bloß. Ging es um die Autobahn. Ja. Und ich habe eine Schmunzelgeschichte. Also kein Horror und gar nichts, sondern Schmunzelgeschichte. Ja. Und ich bin, ich muss dazu sagen, ich habe immer Boxerhunde gehabt, die waren aber gestorben. Mhm. Und dann habe ich mir ein fast Ebenbild von meinem Boxer als Stoffhund gekauft und der war immer als Maskottchen mit. Mhm. Ich fuhr also zum Wintersport, Richtung Allgäu und machte in, wie hieß das, Rasthaus, in Illertissen heißt das, übrigens ein ganz tolles Rast, naja. Stellte meinen Wagen hin und ging zur Toilette und Kaffee holen und so weiter. Und es war gar nicht so lange. Und dann, als ich zurückkam, da dachte ich, komisch, du meinst, da stehen Leute an deinem Wagen. Ja. Aber bei der Masse von Leuten, ich kam näher. Ja, denke ich, was ist passiert? Aufgebrochen bei all dem Gepäck und so. Ja. Und dann kam ich an den Wagen ran und da befielen mich schon ein paar Leute mit. Also sie, also das ist ja unmöglich, was sie machen. Der kleine süße Welpe, da lassen sie den Hund da drin und richten sich also tierisch auf. Und der Hund war ein Stoffhund. Ja, den habe ich noch. Aber der musste ja, verblüffend ähnlich ausgesehen haben. Total. Also ein Welpe in Welpengröße. In Welpengröße. Ein Boxer. Und er lag also malerisch auf dem Nebensitz und auf dem Pelzmantel drauf und und dann habe ich gesagt, langsam. Und er ließ mich gleich zu Wort kommen, also was ich da gehört habe. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und gesagt, also Ruhe jetzt, verdammt nochmal. Und das ist ein Stoffhund, ne? Und dann waren viele ja beschämt und manche pissen sich wohl in die Hose voll Lahm, was weiß ich weiß es nicht. Also jedenfalls war das eine kleine Anekdote zu unserem Thema Autobahn. Ja, ne, aber ich gestern schon der Warteschleife. Ja, aber das Ding ist noch nicht zu Ende. Ach so. So, jetzt kam ich dann endlich im Hotel an. Ja. Und dann hatte ich also, wie gesagt, meine Handtasche und Gepäck noch im Wagen und Pelzhand über dem Arm und den Hund unterm Arm. Ja. Kommt eine Gewitterziege auf mich zu. Ich stellte sich raus, war näher ein Gast. Und sagt, ich könnte aber hier keinen Hund mehr in das Hotel nehmen. Das, so geht das auch nicht. Da ging das wieder los. Aber da muss es ja wirklich eine ganz tolle Nachahmung sein, ne? Wenn ja, es ist zauberhaft. Er liegt noch hier. Das ist ja lustig. Ich habe mittlerweile also einen lebenden Hund. Ach so. Aber ein Westie. Aber interessant ist ja auch, finde ich eigentlich ganz gut, dass die Leute sich so schnell drum kümmern, ne? Auf dem Rastplatz. Fand ich auch. Ja, wirklich. Fand ich auch. Man hört so oft. Und du sagst Wintersport, das war dann gar nicht so heiß. Das war dann im Winter. Ja, war Winter. Ja, dass die Leute da sich dann groß kümmern. Im Sommer vielleicht auch noch eher, wenn es heiß ist und die Scheiben sind zu.
Ja, also ich war auch so verblüfft und ich habe erst gesagt, das ist ein Joke, ne? Ja, ja. Und nee, die waren echt empört. Ja. Was ich da, also. Dabei war ich sogar nicht lange weg, ne? Wenn man ja weiß, man soll keine Autos mehr mit dickem Gepäck und Ski oben drauf, genau, was weiß ich. Ganz, ne? Genau. Nicht so lange allein lassen, ne? Die Welt ist ja so genau. Schlimm geworden. Also, ja, und dann kam ich ins Hotel und da wurde ich wieder angeflogen und dann hat mich der Teufel geritten, habe ich gesagt, ich darf das, ich bin ein ganz besonderer Gast. Ich denke, die dumme Tussi, die fragt dich hier an und das machst du aber nicht mit. Ne? Und dann habe ich dann nachher der Direktion gesagt und die haben sich totgelacht. Das glaube ich. Schöne Geschichte. Ja, schöne Geschichte. Aber, bitte? Schöne Geschichte ist das. Nette kleine Geschichte. Ich sag ja, ich habe also weder eine Mord noch sonst was, noch sechste Schicht. Ich habe eine schmunzelige Schicht. Einfach was Nettes. Schön, dass du angerufen hast. Schön, dass du durchgekommen bist. Ich wollte noch was sagen. Ja. Ich wollte noch was sagen. Wir haben schon mal vor Jahren telefoniert. Da ging es um Schnee. Da hattest du eine Sendung über Schnee. Ja. Und da bin ich auch nicht durchgekommen, wie immer. Und da hatte ich dir geschrieben und du hast den Brief vorgelesen, hast dann gesagt, Inge, ich liebe auch den Schnee. Genau. Und guck raus, in Köln schneit es heute sogar. Kannst du dich dunkel erinnern? Ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich mich an Schneesachen immer gut erinnern kann. Ach, ja. Wirklich, ich kann mich gut erinnern an die Leserecke, an die Postecke. Ja. Hast du auch gesagt, schau raus. Ich sage, habe ich längst. Und bei Schnee bin ich hellwach. Liebe Inge, alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschö. Tschüss. So, und hier haben wir den Jan, und Jan ist 66. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jan. Guten Morgen, Domian. Jo, Jan, was ist dein Thema? Deutschland sucht den Superstar. Morgen Abend, das letzte Mal. Ja, ja. du bist ein fleißiger Gucker dieser Sendung. Ja, es ist die Sendung, die ich am liebsten sehe, weil es großen Spaß macht, diese jungen Talente dort zu sehen. Ist das wahr? Und es ist schon sehr schön. Ist das wahr? Und auch die komischen Talente sind auch lustig. Ich gucke es ja nicht mehr, muss ich sagen, weil mir diese Jury irgendwie zu sehr auf die Nerven geht. Ja, ich finde die nicht so schlimm, ich finde die lustig. Und der Heinz Henn, der ist besonders einfühlsam und nett eigentlich zu den Kandidaten. Ja, nun weiß ich natürlich so grob, wer jetzt im Finale ist. Das ist einmal dieser schräge Typ, das ist glaube ich ein Kandidat von Bohlen. Der, ja. Der heißt wie? Der heißt Matlock, Mark Matlock. Genau, und den anderen kenne ich überhaupt nicht, nur vom Sehen. Ich habe so der Martin, der Martin ist Tosch. Ja, was glaubst du denn, oder was ist dein Favorit? Ja, an sich müsste es der Mark Matlock sein, aber nachdem schon die Franziska Urio ganz früh ausgeschieden ist, wo ich dachte, das wird das erste Mal eine Frau wird, der Superstar, weiß man nun gar nicht. Gab es nicht schon mal? Gab es nicht schon mal eine Frau? Diese Ellie, war die nicht? Ja. Oder, ja, ne? Ich glaube, die war Zweiter. Oder ich will mich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee. Ja, also, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil du eigentlich ja für diese Sendung überhaupt nicht mehr die Zielgruppe bist mit 66 Jahren. Doch, da fängt das Leben an. Da hatte ich jetzt zu dem Thema schon mal mit dir gesprochen. Hat der Udo Jürgens natürlich recht gehabt. Das ist natürlich wahr. Wirklich, weil hast du jetzt die ganzen Wochen immer fleißig vor dem Fernseher gesessen, ja, und hast... Ich fiebre und es wird ganz schrecklich ab morgen Abend. Gab es denn jemanden, der ausgeschieden ist, von dem du gesagt hast, Mensch, der oder die war super? Naja, das ist die Franziska Urio, das war dein... die erwartete, dass die Superstar wird. Ja, ja. Sie ist also zu aller Erstaunen, also ganz früh ausgeschieden. Deswegen meine ich, die sollten ein Veto haben, ja. Was sie nur in seltensten Fällen und einstimmig benutzen durften. Ja. Also die Franziska hätten sie wieder zurückholen können und müssen. Jetzt gibt es ja dieses Riesentheater um den Max. Ja. Max, wie heißt der? Buskul? Max Buskul. Buskul, genau. Wie siehst du das denn? Dass der nicht auftreten darf bei Stefan Raab zum Beispiel. Der hat das ja, hat ihn ja eingeladen und RTL verweigert das. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich halte es schon für möglich, dass der freiwillig ausgeschieden ist. Ja. Weil der, deswegen finde ich es auch gut für die anderen, der wird ohnehin seinen Weg machen mit seiner Band. Fandest du den gut? Konnte der gut singen und hat er einen guten Auftritt gehabt? Der ist schon sehr gut. Also ja. Erstmal finde ich nicht ganz so gut wie der Mark Matlock, aber er ist schon super, super gut. Also an zweiter oder dritter Stelle, da hätte ich ihn schon gern gesehen. Ja. Was hast du beruflich gemacht vorher? Ich war Jurist und auch Lehrer. Ach so, also ich Hotelier, wie du es mal damals genannt hattest, vom halben Jahr. Ja, ja. Ich dachte jetzt, dass du irgendwie auch vielleicht so irgendwie mit Gesang was zu tun gehabt hättest oder hobbymäßig zu machen. Gottes Willen, das will ich keinem zumuten. Hättest du als junger Kerl, wenn du Lust gehabt hättest am Singen, dich bei so einer Show auch beteiligt oder beworben?
Na, ich bin schon ganz früh von dem Musiklehrer, der ist rumgegangen, hat gesagt, du bist still, du bist ein Brummer. Und da bin ich als Brummer ausgeschieden. Und deswegen wahrscheinlich nicht. Domia, darf ich noch ganz kurz was Politisches anmerken? Aber ganz schnell, weil die Sendung ist gleich rum. Ja, also, die Frau Merkel will doch nicht meinen, dass sie jetzt die Erfolge hat von Arbeitslosigkeitsrückgang. Ja, das funktioniert nicht. Die Sendung ist doch vorbei. Tut mir sehr leid. Gute, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis nächsten Montag. Tschüss.